Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Emergency 4, diesmal mit der, man kann es vielleicht schon sehen, Biberfelde 2020 Modifikation. Und wir haben ja auch schon den ersten Einsatz, und zwar einen Schlaganfall hier in dieser Autowerkstatt oder Autohandel oder so. Ne? Müssen wir jetzt erstmal wunderbar rein hinfahren und dann, ja, der Person helfen. Ey. Kann leider nicht reingucken. Also man kann reingucken, aber ich glaube, ich sehe jetzt nicht das, was ich sehen will. Hä, wo ist denn die Person? Liegt die im Außenbereich? Oder? Kann die Person nicht sehen. Verdammt. So. Hier wäscht auf jeden Fall eine Frau gerade ihr Auto. Hier ist ein Prüfstand. Ja. Na, dann warten wir mal auf den Rettungsdienst. Tatü, tata, tatü, tata. So. Also ich produziere gerade etwas vor, weil... Ja, ich versuche jetzt einfach an den Tagen, wo ich produzieren kann, wo ich wirklich Zeit dafür habe, versuche ich jetzt wirklich sehr viel vorzuproduzieren, damit ich für Tage, wo ich keine Zeit habe, einfach auch was bringen kann. Ne? Weil es kommt ja aber öfters aus Versehen leider vor, dass ich nichts bringe und das schon manchmal über mehrere Monate und irgendwann denke ich mir so, ah, das ist absolut scheiße. Ne? Deswegen produziere ich jetzt einfach so viel vor, wie geht. Ne? Mindestens vier Videos so. Ja. Gut. Also ein Video kommt heute noch. Genau, ein Video kommt heute noch. Das müsste in einer Stunde oder so fertig sein. Mit Hochladen. So, ja, genau, die Polizei können wir jetzt auch mal losschicken. Hoffentlich kommt keine Demo. Ich hasse diesen Einsatz, weil es, egal wie man es macht, es eskaliert komplett. Also, Demo, so, es gibt ja zwei Arten von Demo bei Biberfelde. Und zwar einmal die angemeldete Demo, wo dann so... alle Leute mit dem Schild rumrennen und protestieren, und es gibt die unangemeldete Demo, wo es dann heißt, du musst diesen einen Typen, der diese Demo organisiert hat, verhaften. Wenn du das aber machst, dann sind alle anderen Typen, die auf dieser Demo sind, sauer auf die Polizei. Und dann gibt es eine große, große Prügelei. Und meistens werden dabei Polizisten und auch Demonstranten verletzt. Dann bist du so, also da 40 Leute liegen, ne? Hälfte Polizisten, Hälfte Demonstranten. Super. Und dann musst du ein Großaufgebot auffahren und dann musst du es auch irgendwie hinkriegen, dass die anderen Leute nicht irgendwie sich mit dieser Demo, also sich, wie nennt man das? Also dass jetzt niemand vorbeikommt und dann einfach sagt, ach, ich bin jetzt Teil dieser Demo und ich prügel jetzt auf die Sanitäter ein, weil sie da einfach rumstehen und anderen Leuten helfen. Ne? Ja, aber normalerweise ist das so, dass man dann einfach den Typen mit dem Schild verhaften muss, bei einer unangekündigten Demo. Einfach verhaften, weg, und dann ist die Demo so gut wie aufgelöst. Aber das Doofe ist, an den Typen ranzukommen. Manchmal funktioniert es, wenn man schnell eingreift, manchmal funktioniert es absolut gar nicht. Na, und du gehst mit zwei Polizisten hin, mit den Typen verhaften und 15 Leute gehen auf die beiden Polizisten los. Ja, geil. Dann liegen die beiden Polizisten am Boden und dann denkt man sich so, oh, jetzt muss ich Großaufgebot auffahren. Mit kompletter Polizei, einmal alles alarmierend, mit ihr Bereitschaftspolizei und sonst was und die Bepo von außen und... Ja, und dann prügeln die sich und dann hast du da 40 Verletzte. Und du denkst dir, ja geil, 40 Verletzte, super. Richtig geil.
Ach ja, naja. Ja, der erste Einsatz ist dann auch schon so gut wie vorbei. Die Polizei fährt hier Streife. Genau. Oh Mann, ey. Billige. Oh, Leute. Ich sag dazu gar nicht. Es ist witzig, ja. Und ihr wisst, glaube ich, auch jetzt alle, was ich meine, aber es ist teilweise echt witzig. THVU schwer. Was haben wir denn hier für einen schweren Verkehrsunfall? Okay, der ist neu, den kenne ich noch absolut gar nicht. Den Unfall muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, den kenne ich nicht. So, die FF wird alarmiert, ist noch im Gebiet der FF, deswegen rückt jetzt die FF aus. So, warte. Muss einmal. Hier alles dicht machen. Dicht machen lassen tun. Ey, du sollst. Achso, ja, stimmt. Ich wollte ja was komplett anderes machen. So, ich muss auch noch den Rettungsdienst alarmieren, dass die dann auch mal anrücken. Kannst du nämlich hier hinten hingehen? Ach, dann haben wir noch ein Feuer. Ja, wunderbar. Genau, dazu wird der Löschzug alarmiert zu dem Feuer. Ne, hier brennt ein Baum. Schön, dass das wunderbar gleich um die Ecke ist. Achso, die rücken alle aus. Das ist doch perfekt. Rettungsdienst ist da, Feuerwehr ist auch gleich da, Polizei sperrt hier die Straße ab, damit die hier gleich wunderbar löschen können. Gut, das Auto brauche ich jetzt nicht, das kann einmal an die Kante fahren. Das Auto brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich warte nur auf den Wagen mit dem Rüstsatz. Genau, BF ist ja auch schon unterwegs. So, dann wollen wir einmal das aufbauen. Zack, zack. So, ihr beide holt euch schon mal Bindemittel. Notarzt ist auch gleich am Start. Gut, dann kann ich mich nämlich hier drum einmal kümmern. Ja, genau, der fährt mal dahin. Der fährt hier auch irgendwo hin. So, einmal aussteigen. 1, 2, 3, 4. So, du einmal. Da und da. Zack, zack. Du holst dir Atemschutz. Gehst dann auch in die Brandbekämpfung rein. Alter, warum sind denn hier so viele Polizei und. So, jetzt wieder laut, ja, ich weiß.
Genau, Notarzt. Person wird behandelt. Genau, Feuer wird ausgemacht. Ich weiß, dass ihr mich jetzt im Moment nicht so gut hört, weil das Feuer sehr, sehr laut ist. Status 2, Status 2, Status 2, Status 2, Status 2, alles wieder einwirken lassen, einfach alles wieder einwirken lassen. So. Ja. Gut, dann brauche ich noch ein drittes. Gut, auf dem Auto ist nichts mehr. Auf dem Auto ist noch was. Genau. So, Notarzt, du stellst dich mal zu deinem Auto. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Gut. Ja, Besen kannst du noch holen. So, das Feuer haben sie noch nicht aus. Na, die holen sich jetzt. Also, er holt sich noch mal einen Besen. Polizei holt mal Abschlepper ran. Zack. Hallo. Gut. Alarmiert und auf dem Weg zur Einsatzstelle. Perfekt. Gut. So, du gehst Status 2, du gehst Status 2. Kann noch nicht abtransportiert. Noch nicht transportfähig. Ist ja gut, Mann. Hä? Ah, das gibt's doch nicht. So. Genau, du fegst das hier alles auf. Zwei Feuerwehreinsätze gleich um die Ecke, ey. Das ist heftig. So, Feuer ist aus. Zack. Genau. Du machst auch einmal so. Ey. Blöde Ampel steht im Weg rum. So, genau. Die Polizisten fahren jetzt. Zack. Und Status 2. Die rücken gleich wieder ein. Die Polizisten machen einmal Streifen dies. Und dann ist der Einsatz auch so gut wie beendet, aber die Straße ist natürlich noch gesperrt. So, dann. Ja, genau. Es brennt halt noch. Das macht jetzt kurz die FF. Ja, als ob hier jetzt einfach alles brennt, Mann. Auf der Ecke. Das gibt's doch nicht. So, habt ihr nicht gesehen? Ach ja, ja, jetzt muss ich aber ein bisschen mehr aufbauen, glaube ich. Stimmt, das Auto hat. Doch, das Auto hat einen Tank. 2, 3, 4. Genau, wie wir hier einmal einen Verteiler gesetzt haben. Mit dem Auto mache ich normalerweise gar keine Brandbekämpfung. So, wo habe ich hier einen Hydranten? Da. Bohrmaschreifenwagen. Der ist relativ in der Nähe, ne? So. Zack. Okay, du kannst wieder nach Hause fahren. Hast du schon wieder abgelegt? Ja, hast du. Gut. Ach ja.
Stressig heute. Ja, ich weiß, es wird immer stressiger. Und zack, Status 2 und dann ist auch alles wieder hier auf der Ecke erledigt. Dann habe ich noch den Schockzustand. Hier in der Hochbausiedlung, klar, die Hochbausiedlung. Hochhausbausiedlung oder wie auch immer man das nennen kann. Die Hochbausiedlung, warum auch nicht? So, wie viel Wasser hat das Auto eigentlich im Tank? Das will ich mal wissen. 1,6, okay. So, genau, zack, Gleichstatus. Na, Status 2. Kann wieder einrücken. Hallo, wie wär's, wenn man auch mal auf die Polizei hört? Dann muss ich das anders machen. Wenn die nicht auf die Polizei hören wollen, dann zack, 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 zack. Oh, wer nicht auf die Polizei hört, wird eliminiert. So, dann holen wir mal einen Abschlepper. Genau. So, ich habe doch darauf geklickt, damit er da reinfährt. Tut er aber nicht, weil er anscheinend zu blöd dafür ist. So, da oben haben wir ein Trauma. So, Status 2. Ich denke mal, jetzt wird es eher wieder rettungsdienstlastig, ne? Und nicht mehr so feuerwehrlastig. Gut, der Abschlepper ist auf dem Weg. Der Rettungswagen. Auch auf dem Weg, ohne Martinshorn. Stimmt, die Umfrage habe ich auch noch nie ausgelesen. Ups. Ich habe ja mal gefragt in so einer Umfrage von YouTube, ob ich die mit Sirene und Martinshorn raushauen lassen soll, wenn es halt nur so ein kleiner Einsatz ist. Muss ich mir mal angucken. Ist mir jetzt erst wieder eingefallen. Gut. Na dann. Jo, die dürfen hier warten. Auf dem Abschlepper. Die Person ist noch nicht stabil genug. Ja, ich habe jetzt immer mit drei Einsätzen am Laufen. Also einer davon ist quasi abgearbeitet, die anderen beiden quasi auch. Na, weil die werden ja nun behandelt und ab ins Krankenhaus und ist gut. Was ist denn hier los? Meine Güte. So. Das Kind ist schön. Mann, ich will immer irgendwas sagen und mit einem Satz so boop, alles weg. Ah ja, okay. Warum auch nicht? Weiß nicht, ich will irgendwas sagen, aber mir fällt halt absolut da nichts ein. Oder wenn ich was sagen will, dann ist es auf einmal zack und weg. Ja, keine Ahnung. So. So, der Mann ist behandelt. Die Frau guckt natürlich zu, warum auch nicht? Ne, hat wahrscheinlich noch ein paar Fotos gemacht. So. Ja, Rettungswagen sind unterwegs. Feuer-PKW ist. Vor allem ist es eigentlich Feuer-LKW, aber gut. Und Status. Okay, kein Status. Streifendienstroute. Berichte können Sie irgendwann schreiben, mir doch egal. Sie müssen auf der Straße. Gut, dann haben wir das schon mal wieder erledigt. Und wir haben noch 10 Minuten Aufnahme. Gucken wir
wir mal, was in diesen 10 Minuten alles passiert. Ja, in Emergency ist das halt so, in den 10 Minuten kann halt kaum was passieren. Du hast noch so 4-5 Rettungsdiensteinsätze. Oder es brennt das Cinemax. Das ist halt das Spannende dabei. Was wird in den nächsten 10 Minuten passieren? Oder wir haben 10 Minuten gar nichts und ich muss den ganzen Tag nur reden. Ja, ich warte jetzt erstmal. Ich warte jetzt erstmal darauf, dass die ins Krankenhaus gefahren werden, die Einsätze abgearbeitet werden. Ich mach mal hier ein bisschen schneller. Ja, damit die Einsätze auch schneller abgearbeitet werden. Jetzt kann theoretisch ein neuer Einsatz mit reinkommen. Tut's aber nicht. Dann mache ich hier nochmal. Dann geht der zweite Einsatz auch mit raus. Zack. Genau, ein RDW. Oh ja, da haben wir schon wieder einen Einsatz, und zwar Feuer PKW. Das ist Einsatzgebiet der Wache 2. Sollte ich dafür einen ganzen Löschzug rausjagen? Ich glaube nicht. Genau. Zack. Da die hier sowieso noch am Weg rumstehen, können sie auch mal was tun für ihr Geld. Ne, Löschfahrzeug fährt raus. Polizei ist auch schon da. Das ist wunderbar. So, einer macht hier, damit die da niemand ins Löschfahrzeug reinjagt. Ne? Oh Mann. Wir haben einen Herzinfarkt. Gut. Ganz in der Nähe von der Rettungswache. Ich muss nur noch mal wissen, wo. Genau hier. Auch wenn der RDW jetzt in der Nähe wäre, aber die sind ja auch nicht weit weg, ne? Wenn das jetzt der RDW, wenn das jetzt irgendwie ganz woanders gewesen wäre und der RDW wäre in der Nähe, hätte ich das natürlich gemacht, aber die sind ja nicht weit weg. Und die können noch mal Wasser auffüllen. Ne? Ist auch auf dem Weg zur Einsatzstelle. Auch wenn beim Herzinfarkt wirklich jede Sekunde teilweise zählt, ne, weil das rapide bergab geht mit dem Patienten. Oh. Ja. Wenn die ein bisschen länger gebraucht hätten, ne, dann wäre er schon reanimationspflichtig gewesen. Das ist schon echt heftig teilweise. Und da haben wir schon wieder ein RTNA mit Bauchschmerzen. So. Bin ja froh, dass das nicht so krass ist wie in Berlin. In Berlin rücken die Feuerwehrautos, die Löschfahrzeuge, rücken zu Rettungsdiensteinsätzen aus. Und die rücken zum größten Teil nur zu Rettungsdiensteinsätzen aus, weil die Rettungswagen alle weg sind. Die sind alle im Einsatz. In ganz Berlin. Oder es würde sich einfach nicht lohnen, einen Rettungswagen von einem Ende zum anderen Ende zu schicken. Deswegen schickt man ein Löschfahrzeug vor, nur um diese Hilfsfrist einzuhalten. Und dann kommt ein Rettungswagen vom anderen Ende von Berlin. Das ist so heftig. Ne, und die vom Löschfahrzeug können einfach teilweise bei manchen Einsätzen nichts machen. Ne, die können halt betreuen, bis der Rettungswagen kommt. Und der Rettungswagen, ne, wenn es halt nicht so ein doller Einsatz ist, ne, wo jetzt irgendjemand reanimationspflichtig ist, dann machen die halt nicht. Es gibt von Spiegel
Spiegel TV. Ich weiß, einige Leute hassen Spiegel, weil Spiegel so ein bisschen Lügengeschichten erzählen soll. Aber die Dokumentation finde ich ganz gut. Die von Spiegel TV hier auf YouTube. Auf deren Kanal ist so eine Dokumentation über Berlin. Ich weiß nicht, könnt ihr mal reinschreiben, wer die kennt. Die ist richtig gut gelungen. Muss ich wirklich sagen, mit guter Moderation. Es wird gut drauf eingegangen, was die Probleme zum Beispiel dieser Feuerwehrleute in Berlin sind. Und ich finde diese Serie richtig gut. Ja, dass sie auch mal für Kleinsteinsätze rausfahren, die einfach absolut nicht für die Feuerwehr eigentlich sind. Ne? Gibt es, glaube ich, eine, wo ein Vogel irgendwo auf der Treppe sitzt und der sitzt da. Ein Spatz ist das, glaube ich. Genau, ein Spatz. Und der sitzt da und irgendjemand macht sich Sorgen und ruft deswegen die Feuerwehr. Warum? Das ist ein wildes Tier, das ist kein Haustier, was irgendwo wieder zurück zum Herrchen muss oder so. Er stellt keine Gefahr für die umliegenden Leute dar. Dann verstehe ich halt nicht, dass die Leute in so einer Situation einfach hilflos sind. Na, das ist ein, ich sage jetzt mal, wildes Tier, ist es ja auch. Es ist nicht gezähmt oder so. Ne? Och Leute. Ey, stopp. Ne? Bei mir würde ich denken, ja, da sitzt ein Vogel. Ja, toll, da sitzt da eben ein Vogel. Lass ihn doch sitzen. Ne? Und die rufen extra die Feuerwehr, damit die irgendwas damit machen. Ne? Die haben dann den noch woanders hingesetzt, aber mehr konnten sie auch nicht machen. Ich frage mich auch, was die Leute denken, was die Feuerwehr jetzt macht. Die kommen mit einem riesen Löschfahrzeug, mit einem 10-Tonnen-Löschfahrzeug, wo all möglicher Kram drauf ist. Kommen sie da an? Was denken die, was sie machen? Jetzt hier das totale Programm mit Rettungsrucksack und sonst was und Beatmung oder was? Es gibt bestimmt. Also wenn es jetzt wirklich ein wildes Tier ist, also ein Hund, der draußen rumrennt, ne? Es gibt bestimmt eine Nummer von Tierheim. Da kommt bestimmt jemand raus. Deswegen jetzt die Feuerwehr zu alarmieren? Ich weiß ja nicht. Oder mal in der Nachbarschaft fragen. Vielleicht ist er irgendwo rausgelaufen. Das hatte ich auch schon öfters. Bei uns im Ort. Na, da rennt ein Hund rum mit Marke und sonst was. Da muss natürlich gucken, na, nicht, dass er dich angreift. Aber meistens sind die ja lieb und nett und, ne? Und ja, dann gehst du auf ihn zu, guckst so, mag er dich eher nicht. Und ja, bei den meisten Hunden ist es halt so, ne, die müssen dich erstmal ein bisschen kennenlernen, erstmal merken, ach, du willst mir ja gar nichts Böses, du bist ja nett. Und dann kann man halt mal aufs Halsband gucken und gucken, ja, wohnt der hier in der Straße oder steht da irgendwie irgendwas drauf? Eine Straße, eine Hausnummer, ein Name, dass man da vielleicht mal anruft oder mal hingeht mit dem Hund, wenn er das dann möchte. Na, wenn der Hund natürlich sagt, nö, ich habe keinen Bock, dann kannst du auch nicht so viel dagegen machen. Das hatte ich auch schon öfters. Da bin ich einfach mal zu irgendeinem Haus hin, habe gefragt, ja, kennen Sie den Hund? Ja, das ist der Hund von unserem Nachbarn. Gehen Sie mal dahin. Ja, gut. Dann war der Hund wieder da, wo er hingehört, und dann war gut. Da musste ich jetzt auch nicht die Feuerwehr für rufen. Ganz ehrlich, wir als Feuerwehr, ich bin ja in der Freiwilligen Feuerwehr, ich wüsste auch nicht, was ich da machen soll. Ja, ein bisschen rumfragen, was eigentlich jeder andere Mensch auch machen könnte. In der Nachbarschaft oder den dann am Tierheim abzugeben oder so. Tja. So. Ja, der wird behandelt, Polizei. Hä, war das nicht ein anderes Auto? Naja, egal. Okay, hier prügelt gerade irgendjemand. Ernsthaft. Ernsthaft. Das Auto ist verbuggt gewesen.
Jetzt muss ich da wieder 20 Polizeiautos hinschicken, in der Hoffnung, dass irgendein Polizeiauto da jetzt wieder hinkommt. So, das ist auch das Gute an dieser Modifikation. Du kannst einfach sagen, Einsatz stopp. Na, dann mache ich den Einsatz hier zu Ende. Dann ist auch gut. Genau, jetzt müssen wieder mehrere Streifenwagen dorthin fahren, um sich den Typen zu schnappen. Weil er sich sonst durch ganz Bieberfelde prügeln würde. Wo ist der Typ jetzt? Hä? Ach, da prügelt er sich. So, Verstärkung ist da. Wie wäre es mit Festnehmen? Weitere Verstärkung trifft gleich ein. Oh Mann. Ich wollte ihn gerade so, ne, verhaften lassen. Ja, ich brauche hier trotzdem jetzt mehrere RTWs. Ich habe allein schon drei verletzte Passanten. Ich weiß jetzt aber nicht, wo die dritte verletzte Person ist. Ich sehe hier zwei. Und einen verletzten Polizisten, der vielleicht nur behandelt werden müsste. Aber dafür will ich jetzt auch keinen Notarzt rausjagen, den ich hier nicht habe. Ja, der RTW ist im Einsatz. Das mache ich lieber anders, bevor ich mir aus der Stadt die ganzen Notärzte und Rettungsdienste abziehe quasi. Weiß ich, ist hier noch einer verletzt? Ach nee, das ist der unten. Nee, dann ist alles gut. Das ist der Typ unten. Ich bin ein Idiot. So, ihr Status 2. Du Status 1. Du Streifendienstroute 3. So, der erste RTW ist schon an der Einsatzstelle eingetroffen. Und es werden sich zwei Koffer geholt, um die beiden Leute hier zu verarzten. Zack. So. Die fahren ins Krankenhaus. Die beiden Personen werden verarztet. So, und du machst auch mal Streifen ins Route 3. Weitere Verletzte gibt es hier wahrscheinlich nicht. Nee, ihr fahrt einfach ohne Blaulicht und Sirene an, weil es einfach kein Einsatz für Blaulicht und Sirene ist. Außerdem werden die Personen schon behandelt. Boah, ich rede manchmal echt schnell, Alter. Ja, wenn ich ganz genau weiß, was ich sagen will, dann rede ich manchmal sehr, sehr schnell. So. Na, die Person ist gut behandelt, die Person ist gut behandelt. Dann kannst du nämlich den Koffer ablegen. Und einmal eine Trage holen. Weil die anderen sind ja jetzt schon auf dem Weg zur Einsatzstelle. Könnt ihr die erste Person einmal einsacken und abhauen? Ich weiß, es ist auch unrealistisch, dass man den jetzt einfach so liegen lässt, aber es ist immer noch ein Spiel. Okay. Es ist immer noch ein Spiel. Und dieses Spiel hat teilweise echt nichts mit Realismus zu tun. In manchen Dingen ja, in anderen Dingen nein. Das ist halt so. Rotkreuz Oberzell 03 RTW 1. So. Ich finde dieses Design einfach geil. Ja. Ein schöner RTW. Vor allem dieses Rotkreuz Oberzell. So, zack, ab.
ins Krankenhaus. Damit ist der Einsatz auch beendet. So gut wie. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, dann klickt ihr auf Abonnieren und auf die Glocke. Dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Ja, abonnieren packe ich euch oben rechts in die Ecke. Playlist packe ich euch oben links in die Ecke. Und in der Mitte wird euch ein weiteres Video angezeigt. So, auf Wiedersehen.